Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. So, da ist auch noch jemand beigetreten, das gibt's ja gar nicht. Imperator Jimmy, ein PSN-Freund von mir, Headset, hat meinen Slider nicht an, weil ich kann ja nicht gleichzeitig kommentieren und mein PS3-Headset anmachen. Könnte ich... Nee, geht ja gar nicht, weil mein PS3-Headset ist ja gleichzeitig mein Commentary-Headset und das... Egal. Wir spielen heute Jemen Stellung und habe auch ein Gameplay vorbereitet, was jetzt viele Zocker von euch interessieren wird. Es wird um die PlayStation 4 gehen und um die Xbox One und um die Community allgemein. Mit der PlayStation 3 und mit der Xbox 360 sind natürlich viele von uns groß geworden, ich natürlich auch. Wir denken natürlich nur an die ganzen Helden, Commander, Krieger auf der PS3 oder auf der Xbox wäre das natürlich dann Danny Burnett, wobei das nicht unbedingt als Held dargestellt werden sollte. Wobei ich jetzt hier nicht auf Danny Burnett eingehen möchte. Ach, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das auch. Danny Burnett ist für mich ein charakterloses... ich will den Namen nicht aussprechen, ihr könnt es wahrscheinlich denken. Ja. Muss man wirklich mal so sagen, Ahorn Enters Ansage hat wahrscheinlich gar nichts gebracht. Er ist immer noch ein selbstverliebter Narzisst. Da meine ich nicht damit, dass er ein Nazi ist, sondern Narzissten sind einfach nur selbstverliebte Menschen, die sich in den Mittelpunkt stellen müssen, um halt eben einen größeren Penis zu bekommen oder größere Hodensäcke zu bekommen. Das sind diese Teile, die man braucht, um Urin abzulassen und um einmal, Frauen zu befruchten. Aber ich glaube, braucht ihr lieber nicht, weil da müsst ihr noch Unterhalt bezahlen. Aber nee, Kinder sind was Schönes, auf jeden Fall. Lasst euch Zeit, wenn ihr mal Kinder habt, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema. Ich habe ja gesagt, ich möchte um die PlayStation 4 ein bisschen reden und ein bisschen um die Xbox One. Und zwar ist es ja so, dass die PlayStation 4 100 Euro billiger ist als die Xbox One. Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Preisunterschied, der natürlich mich veranlasst hat, die PlayStation 4 natürlich zu kaufen im November. Soweit ich das jetzt gegoogelt habe, müsste am 1. November die PlayStation 4 herauskommen. Und dann können wir ordentlich gespannt sein, was die PS4 denn eigentlich alles so mitbringen wird. Ich hoffe natürlich mehr als die Xbox One, weil die Xbox One für mich niemals ein Kaufgrund ist. Aus einem ganz einfachen Grund, sie ist viel teurer und sie ist von Microsoft. Microsoft, das ist wirklich der Fall, ist geldgeil. Es ist ein geldgeiler Verein, das müssen wir auf jeden Fall mal stehen lassen im Räumchen. Ach so, der hat auch einen YouTube-Kanal. Seht ihr das? Leon Legias. Was ist das, ein Italiener? Ja, PS4 wird einfach richtig geil werden wahrscheinlich. Wir werden eine richtig geile Grafik erleben. Vielleicht nicht so toll wie auf der, auf einem Gamer-PC, aber wir werden deutlich bessere Grafiken erreichen als auf der PlayStation 3. Und darauf freue ich mich ja schon richtig. Und jetzt rutscht mein Headset runter, weil ich so einen kleinen Kopf habe. Toll. So, ich möchte jetzt einfach mal von euch wissen, werdet ihr euch eigentlich die Xbox One oder die PlayStation 4 kaufen? Werdet ihr sie gleich am Release, also am Erscheinungsdatum kaufen oder werdet ihr noch ein bisschen warten mit der PS4? So, die Runde läuft jetzt hier gerade nicht so gut. Auf die Runde seht ihr mal, 3 Abschlachtungen. Wir spielen natürlich auf Stellung. Und Stellung, da muss man ja schon mal zufrieden sein, wenn man überhaupt einen Kill hat. So, und jetzt können wir mal versuchen, den Gegner hier zu töten. Und da haben wir schon einer vor uns. Der wird gemein. Der hat uns schon entdeckt, aber jetzt haben wir nochmal 125 Punkte erzielt. Ich möchte noch auf ein Thema hinauskommen, was zurzeit in der Black Ops-Szene wirklich der Fall ist. Muss man wirklich gut sein, um eben, um ein gutes Video zu produzieren? Ich meine, viele sind immer auf dem Trip, hey, du musst 100 plus Gameplay machen, Mobs reißen und das auf YouTube stellen. Nur das wollen wir sehen. Da frage ich mich wirklich, was wirklich der Sinn des Ganzen sein sollte, weil es immer das Gleiche ist. Versteht ihr? Es ist doch immer das Gleiche, wenn ich ein 100-Plus-Gameplay angucke. Es ändert sich ja nicht viel, wahrscheinlich die Killverlauf, aber im Ende ist es doch alles das Gleiche. Und wirklich, ja, spannend ist das natürlich dann nicht. Weil, ich guck mir lieber einen Kieler Junge 94 an. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist ein hervorragender Let's Player, der hervorragend kommentiert. Ich kann ja mal sein Anfangsintro anfangen.
Moin Moin Leute, ich bin's mal wieder, der Paul Vollmers. Heute mal wieder mit einem Live-Commentary über die Politik. Sehr hervorragender Mann, hat echt Bildung, kann ich noch eine Scheibe abschneiden, wobei ich bin natürlich auch gebildet, habe einen Hauptschulabschluss, aber Abschluss, das zählt natürlich nicht, weil, ja, das Menschliche zählt eher. So. Okay, jetzt bin ich wirklich in dem Thema sehr tief eingegangen, von PS4 zu Danny Burnett bis zu irgendwelchen anderen Sachen. Tut mir wirklich leid, aber naja, das musste einfach mal sein. So, was können wir denn noch sagen? Genau. Ach, Imperator Jamie, ich muss dich leider stumm schalten. Ich weiß nämlich nicht, wie laut ich deine Headset-Stimme aufgenommen habe. Nicht, dass deine Stimme dann größer ist als meine, dann hört man mich ja gar nicht mehr. So. Oder warte mal, wir können dich auch mal muten. Vielleicht hast du was zu sagen. Gucken wir mal, wie er ausrastet, wenn er ausrasten tut. Wenn die Camper wiederkommen und ihn töten wollen. Das ist auch Katastrophe. Camper in Call of Duty. Echt, das kannst du sowas von knicken. Ach, ich hab's gewusst. Da einer und da einer. Wieder von Leon Niklesias. Vielleicht kennt ihr den ja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Oder googelt den am besten mal. Ich hab so schlechte Augen. Ich sehe das nicht wegen dem. Yo, Bro, wir haben 3 Kills und haben Menge Spaß. Oh, der da oben, der ist der Smoke, der holt mir die ganzen Kills weg. Hallo? So. Also, da ist einer reingerannt in das Haus. Vielleicht können wir den töten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich von hinten getötet, wie das die meiste Masche ist hier in Black Ops 2. So, also Leute, die mich abonniert haben, das muss ich auch nochmal sagen, machen wir gleich ein Infovideo draus, die müssen halt einfach wissen, dass ich verrückt bin. Ich bin verrückt auf meine Art und Weise und bin nicht gut im Spielen. Ich bin sehr schlecht, ich habe auch eine Schwäche in diesem ganzen Call of Duty Genre. Ihr seht ja, ich schieße ja da drauf, aber naja, irgendwie sind die anderen Gegner besser. So, gut, da ist mein PSN-Freund. Schaut ihn euch an. So muss man zocken. Imperator Jamie. Das ist ein gutes Gameplay. Guter Gameplayer. Oh, weg hier. Ach, das verstehe ich ebenfalls nicht. Ach, jetzt bist du abgehauen und ich hab dir gefolgt. Das war natürlich ein katastrophaler Fehler. So, jetzt hoffen wir, dass wir nochmal einen Kill schaffen. Ah, komm schon. Ich weiß, dass er gleich kommt. Das müsste eigentlich so sein. Ach ja, komm schon. Nein, das gibt's doch gar nicht. Samu, das war echt eine fiese Aktion von dir gerade. Das war echt eine fiese Aktion. Wobei, es gibt natürlich die Leute, die noch ein bisschen schlechter sind wie da unten. Ja, natürlich sind die gleich beigetreten, aber trotzdem. Seht ihr den? Können wir den kriegen? Das ist eine ganz schlechte Aktion von mir. Ganz schwache Leistung. Jawohl! 125 Punkte Stellung. Ich freue mich. 125 Punkte in Kill. Endlich mal wieder nach langer Zeit. Seht ihr? Jetzt läuft es doch wieder rund. War halt mal ein bisschen eingerostet von den ganzen Camper. Kann ja mal passieren. Ach! Guckt euch das mal an. Da ist er YouTuber und campt. Das ist ja furchtbar. So, jetzt habe ich natürlich viele Call of Duty. Oh, nee. 9 Minuten sind erreicht, Leute. Ich muss jetzt Ciao sagen. Schreibt nochmal in die Kommentare, warum ich nicht so gut spiele. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich besser spielen kann? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Haut rein, Leute. Bis